Hi und herzlich willkommen zurück. Ich mache noch eine Folge mehr. Komm, ich dachte mir, wenn wir schon wieder zu Hause sind hier. Nee, also, jetzt gucken wir mal. Hier hinten sollte es eigentlich fleißig durchrödeln. Ah, was ist das denn? Bauxit? Will ich nicht. Iron? Da geht aber schon was. Schon zwei Stacks hier. Da können wir eigentlich mal die Zeit nutzen und vielleicht mal wieder am Lager bauen. Chest 32, 22. Ich mach die Hoppers. Komm, nochmal. Mal 7. Haben wir 22. Haben wir noch mehr Kisten? Komm, nimm mal. Ja, wir machen es jetzt einfach hier so. Mal ein bisschen voranschreiten. Mit der Technologie. Drei. So, 28. Schön. Dann gucken wir mal, was wir damit anstellen. Das war ganz oben. Dass wir hier dann das Zeug reinbekommen. Der ist falsch. Müssen wir nochmal wegnehmen. Ein paar fehlen noch. Gut. Und diese Teile hier müssen wir auch noch bauen. Aber wir machen jetzt einfach weiter, komm. Wir lassen uns nicht abhalten von unseren Plänen. Auch wenn alles ein bisschen doof ist gerade, wir schaffen das. So. Dann sollten wir hier noch Eisen haben, oder? Ja, hier haben wir auch noch ein paar Stacks kommen. Lass mal richtig Eisen durch heute. 58. 4, 55. So, komm. So, hier.36 sind schon mal mehr. Wunderbar. Auch Fleißzeug muss gemacht werden. Hier Spinnen. Und andere Mobs. Den nehmen wir auch noch mal weg, weil wir müssen das natürlich so anschließen. Schön. So können die Dinge dann fließen hier.
Aber schon mal weiter sind wir. Da müssen wir dann gucken. Dass den Kühen gut geht. Dass sie genug futtern. Und sich wieder vermehren, wie die Wilden. Komm. Sehr schön. Gut, das kommt hier rein. Drei Eisen, 21 mehr haben wir nochmal. Und er hat noch viel zu tun hier. Ja, ja, Leute, was soll ich machen? Gut, also, das heißt, in der Höhle in der Nähe ist nicht wirklich viel Neues. Das würde bedeuten, wir müssten vielleicht nochmal eine Reise tun, einfach im großen Sinn. Das würde heißen, irgendwo wegfahren in ein entferntes Zuhause, um da vielleicht nochmal in der Höhle zu gehen. Ach komm, das lassen wir jetzt alles hier. Loyalty 3. Trident returns after being thrown. Oh, schön. Das ist eigentlich ganz ein schöner. Wo habe ich denn den Dreizack? Hier. Guck mal. Words. Mhm. Wieso hat er immer noch kein Infinity drauf? Geht's eigentlich? Zum Glück habe ich das gemerkt. Infinity. Hier haben wir ihn. Jetzt haben wir einen Infinity-Bogen erst. Ich dachte, wir hätten den schon lange. Gut zu wissen. Nehmen wir mal mit. Warte mal, den tun wir wieder rein hier. Brauche ich überhaupt einen Hammer? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich mehr einfach meine Spitzhacke. Die andere. Na, das ist eigentlich noch gut, die Silky. So. Ja, echt, also. Ab und zu herrscht schon Verwirrtheit, aber ist okay. Ich kann damit umgehen. Bin's gewöhnt. Von immer. Also. Eins, zwei, drei. Macht Sinn. Dann Pilz. Fleisch nehmen wir wieder mit. Das ist leer. Zwei Betten. Brauche ich zwei? Nee, brauche ich nicht. Gut. Wir wären eigentlich schon wieder bereit für die nächste Reise. Das ist sehr gut.
Da unten geht's noch. Hier müssen wir einfach noch fertig machen. Wir haben so viele Projekte. Echt krass. Nicht so. Was war das? Ist das jetzt ein Raid? Was ist denn der? Leute, echt. Kommt jetzt so regelmäßig, so alle halbe Stunde. Das ist schon mühsam, muss ich ehrlich sagen. Naja gut, ziehen wir in die Ferne. Und zwar via Map. Auf andere Kontinente. In der Hoffnung, wir finden da diverse Dinge. Natürlich wieder auf dem Haus. Und es geht weiter. Und ich dachte die ganze Zeit, ich hätte einen Infinity-Bogen. Auch lustig eigentlich.
Naja. Gut, Kohle. Immer nützlich. Ich sehe da was. Die Musik, schön. Wow. Das ist magisch hier. Rum? Geht's weiter? Nee. Super. Da ist nichts. Das ist nur eine kleine Höhle demnach. Was ist denn das da? Ah, das ist das Dorf. Alles klar. Auf der Karte habe ich was gesehen. Zu, hier, weg, schlafen. Gut. So würde ich sagen, gucken wir uns noch ein bisschen um in der Gegend. Ja, das war das Dorf, ganz klar.
Und zwar vielleicht mal Richtung Süden. Hier hast du noch andere Biome, andere Dörfer. Das ist sicher spannend hier. Das ist gar nicht so schlecht jetzt. Hier der rote Wald wäre sicher auch interessant für die Saplings und das Holz. Vielleicht noch ein paar Gummibäume. Brauche ich die? Ja, ich bin nicht sicher. Hier ist nochmal rote Bäume. Rosa-rote Bäume. Schön. Müssen wir eigentlich haben für Dekorationszwecke. Bei uns im Haus, in der Burg. Gut, aber das sehen wir erst das nächste Mal. Wo uns das Wegchen hinführt. Ich denke, das wäre sicher mal die Richtung. Blaue Beeren. Nehmen wir mit. Autsch. Oder wir finden noch eine Höhle. Was auch spannend wäre. Nichts Weltbewegendes. Aber hier hinten vielleicht. Oh, das sieht schon größer aus. Sehr schön. Dann das noch. Da unten sitzt die Familie. Ah, auch die Kinder. Sehr schön. Fackeln. Ah, mein Gott. Thank you.
So. Ja. Gut. Ja, hier unten ist Party. Nee. Das machen wir erst nächstes Mal, komm. Gut, wir verstecken uns hier professionell. Und ich sage bis zur nächsten Folge, wenn wir dann nach unten gehen, zu den Monstern. Bis dann, tschüss.